Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter Online im Koop. Wir müssen zurück zu Lord Neverember. Dafür müssen wir zu Protectors Enclave und dann Treppchen hoch und so. Und du bist ja mit deinem epischen Reittier viel schneller als ich. Ich komme ja nur schleichenderweise hinterher. Und da ich das Game auf der SSD habe, lädt er auch schneller. So. Glaubst du? Ich glaube einfach mein... Ich glaube, wenn du aus dem Spiel kommst, bin ich schon bei Lord. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich allerdings auch. Quiek. Ah. Ja, die ersten Treppen hast du jedenfalls. Cool ist immer, mein neues Reittier ist total unsichtbar und ich habe auch keinen Rock an, wenn ich auf das Reittier steige, was? Sondern nur ein Unterhöschen. Das ist, erst sieht man das Tier nicht und mein Rock sowieso nicht und ich habe nur ein Höschen an. Die haben meinen Rock, also, Entschuldigung, neues Reittier, Leute, ich muss euch mal eben sagen, die Grafik hat es ein wenig verwackelt bei euch. Was macht eure QS eigentlich so tagsüber? Jedenfalls nicht das Spiel. Okay. Wir müssen wahrscheinlich die Folge jetzt am 18 machen. Ich habe machen, wirklich ja? nur ein Höschen an jetzt gerade. Jetzt habe ich meinen Rock wieder. Lol. Okay, hier ist der Lord Neverember. Ich grüße euch. Kapitel 1, Einweihungsfeier im Flussviertel abgeschlossen. Cavatos, ihr sagte, die Krone sei sicher. Also warum trägt sie nur dieser elende Magier? Die Bevölkerung von Neverwinter ist in Aufruhr und fordert meinen Rücktritt nur, weil dieser Gyrion das verlangt. Und Celeste, ich habe so viel ihrer Vorhaben finanziert. Und jetzt kehrt sie mir einfach den Rücken zu. Wir müssen etwas unternehmen, sonst wird Neverwinter in Chaos versinken. Jo. Kapitel 2. Eine Krone für den König. Cavatos besteht darauf, dass die Krone sicher ist. Doch ich will mich lieber mit eigenen Augen davon überzeugen. Und ihr werdet mich dabei begleiten. Die Krone ist von Glyphen umgeben, die verhindern sollen, dass jemand anderes als ich sie berühren kann. Das war ein Geschenk von Markus, bevor er in den Norden aufbrach. Cavatos wird hier bleiben und zusammen mit Xuna versuchen, mehr über diese verhüllte Aszendenz herauszufinden. Okay. Gut, Cavatos ja. Stormeye steht neben dran. Der leuchtet auch. Nach dem... Genau. Grüße. Im Moment habe ich keine Aufträge für euch. Naja, ihr habt erwähnt, dass ihr von dem bevorstehenden Angriff des Würfel wusstet? Ja, ich habe Neverember gewarnt, dass die Nasher irgendetwas aushängen. Und dass dieses Etwas wahrscheinlich in einem Zusammenhang mit der magischen Störung stände, die ich in der Stadt entdeckt hatte. Als ich zuerst nach Neverwinter kam, habe ich mit der erforderlichen Sorgfalt die Stadt auf magische Anomalien überprüft. Ich stieß fast umgehend auf eine Konzentration gefährlicher magischer Energie. Ehrlich gesagt fand ich dies schockierend. Neverembers letzte Magier hätte dies eigentlich auffallen müssen. Vielleicht war Markus doch nicht so gut, wie alle dachten. Und was ist geschehen, als ihr Lord Neverember gewarnt habt? Man hat mich darüber in Kenntnis gesetzt, dass meine Bedenken nach der Eröffnungszeremonie des Flussviertels Berücksichtigung finden würden. Dass diese Zeremonie zu wichtig sei, um Ressourcen davon abzuziehen. Das Resultat davon habt ihr ja selbst miterlebt. Und jetzt denkt Neverember auch noch, ich hätte Markus Glyphen an der Krone nicht anständig verstärkt. Ich werde jetzt mit Xuna in dieser Sache zusammenarbeiten. Hoffentlich wird wenigstens sie auf mich hören. Naja, dann mach das mal. Viel Glück. Okay. Wir müssen hier rein. Wahnsinn. Da waren wir lange nicht mehr drin. Kuschel, kuschel. Plong. Lord Neverember? Abenteurer, eine dunkle Kraft nähert sich dem Gewölbe. Ich habe es in meinen Visionen gesehen. Was für eine Überraschung. Wir kümmern uns darum. Wir? Ich jetzt? Jupp. Wir mit Chef von Neverender. Neverbums. Du weißt, wir spielen das Spiel seit 1000 Jahre, nur weißt nicht mal, wie das Spiel heißt, wie der Typ heißt. Oh Neverwinter heißt das Spiel, Mann. Das hier ist der Lord. Neverember. So. Lol. Never, trugst nicht tot hier. Wo ist das? Das sind Portale. Untote Seher. Und jetzt sogar noch Monster in meinen Gewölben.
Ja, warum hast du denn überhaupt so welche Gewölbe? Also mal, was hat denn diesen Angst? Warum gehen die nicht kaputt? Warum gehen die nicht kaputt? Das ist Flussviertelhärte hier. Sie scheinen gerade erst anzukommen. Wir müssen uns beeilen. Ja, ich beeile mich ja schon. Wo geht's weiter da? Alles gut. Eins von sechs übrigens. Ich kann nicht erklären, warum Neverwinter immer in derartigen Schwierigkeiten steckt. Macht der eigentlich auch was? Nascher Orks, Drow, zumindest. Gedankenschinder, Kultisten, Dämonen. Hat das denn niemals ein Ende? Und die Leute nennen mich einen Hochstab, während Neverwinter ohne mich schon lange gefallen wäre. Ich hätte jederzeit das Bein gesehen. Doch habe ich das? Nein. Ich bin geblieben, um Neverwinter zu helfen. Auch wenn mich das meine Position als freier Lord von Waterdeep. Ja, ist gut. Alter. Nächste Gruppe. Hallo? Hier ist cool, der ist groß. Ein Todestroll. Ich träume mich weg hier. Ja, ich müsste da verrecken. Tut er auch. Ist doch schon verreckt. Ha. Läuft. Du hast hier so ein Augenmonster. Apropos sechs. Augenmonster. Mein Monster ist gar nicht da. Mein Gefährte ist vorhin gestorben, glaube ich. Ja. Da ist er wieder. Stimmt. Warum macht wo ist meine? Wir beide sollten uns einen ruhigeren Tag zusammensetzen. Wie komme ich hier wirklich wieder den Typen? Gefährten rufen? Wie meine ich das? Oh Gott, wie lange spielst du das Spiel? Ich musste jetzt? Das noch nie tun. Echt jetzt? Ich musste noch nie tun, nein! Echt jetzt? Du gehst auf den Optionsbutton, Charakter, ja, sehe ich schon. Ja, Gefährten, ich schon gemacht. Ja, rufen. Echt jetzt? Nach. Warum ist der plötzlich... Ich muss das noch nie tun. Der stirbt nun mal auf episch ab und an mal. Und nein. Dann nur so, doch, nein. Doch. Nein. Anscheinend schon. Es ist passiert. Und ich bin gestunt von diesem Wichser hier. Und der überrennt mich, obwohl ich neben ihm stand. Wie macht er das? Der ist extrem gut. Ich habe einen getötet. Ja, ich arbeite noch was an dem. Was macht denn die Gorgon hier? Hallo? Der ist auch ein bisschen tough. Der schaut voll, ey. Kann mit dem Buchschalter dort Belohnung! Geöffnet werden. Ja, ja. Ich habe eine Belohnung bekommen. Warum? Anfordern. Schwarzer Opal. Du auch? Nein. Ob ihr es glaubt oder nicht. Mein ganzes Streben ist auf das Wohl Neverwinters ausgerichtet. Oh, labert er immer? Jede neue Bedrohung, der sich die Stadt ausgesetzt hat, verstärkt nur noch meine Entschlossenheit. Neverwinter wird nicht fallen. Das garantiere ich euch. Nennt sich Story vorantreiben. Verstehst du nichts von? Storypusher. So ein Storypusher ist das. Ekelig. Werden einmal ein paar mehr Tore, schon mehr? Ja. Kein Gegner? Doch. War nur kleiner. Der geht schneller kaputt irgendwie. Wir können nichts ab hier. Voll die Schwachmaten, ne? Klar. Bumpelibums. Mach ich. Wo muss ich hin dazu? Ah, okay. Blaue Fläche. 5 von 6. Letzte Gruppe. Ist das gut oder schlecht? Wir kommen der Krone näher. Bin fast da. Vor seinem Tod hat Markos die Krone mit einer speziellen Glyphe beschrieben, sodass nur ich sie halten kann. Die Glyphe verhindert, dass die Krone in die falschen Hände gerät. Weggepusht. War was?
Nö. Geh da vorbei! Nicht warten! Macht euch auf alles gefasst, Abenteurer. Denn es ist ungewiss, welche Schrecken uns im Kronenraum erwarten. Ich vertraue darauf, dass ihr damit fertig werdet. Naja, logisch. Dieser Druck. Oh, ich kann so nie arbeiten. Niemand hier? Vielleicht waren wir ja wirklich schneller. Lasst uns gleich einen Blick auf die Krone werfen. Ich bin so langsam. Jetzt schiebt mich das Tor weg. Frechheit. Da ist sie. Ich wusste es. Gyrion ist ein Hochstab. Sehr scharfsinnig, Dagold Neverember. Wir haben einiges zu bereden, Dagold. Abenteurer, ihr dürft euch verabschieden. Ja. Lasst uns miteinander reden, werte Dame. Nein. Okay. Dann nein. Reden wir. Na gut. Nein. 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 Eure Dienste werden nicht länger benötigt, Abenteurer. Lord Neverember wird die Glyphe für mich entfernen und mir die Krone aushändigen. Seid also ein Schatz und verabschiedet euch. Mit meinen Religionsfähigkeiten, ich spüre, dass ihr irgendetwas Unnatürliches mit Neverember angestellt habt. Man darf euch tatsächlich nicht unterschätzen. Gyrion tat recht daran, mich vor euch zu warnen. Ihr seid nicht einfach nur einer von Dagulds Lakaien, sondern überaus durchtrieben. Ich nehme an, ihr werdet tatsächlich gegen mich antreten wollen, wenn ich den lieben Dagult nicht in Frieden lasse. Ganz recht. So, jetzt spricht sie nicht. Ich kann das nicht anklicken, ne? Hallo. Macht ja nichts. Ja, ja, tut mir leid. Also, sie hatte ihn verzaubert. Ich habe das jetzt unterbunden. Jetzt, eben hat sie gelabert, jetzt labert sie nicht mehr. Also lese ich es mal eben vor. Aber heute ist euch das Glück gewogen, denn ich hatte schon genug Spaß dabei, euch beim Gerangel mit meinen Tierchen zuzusehen. Gyrion wird wegen der Krone nicht sonderlich erfreut sein, doch das ist wohl nicht zu ändern. Hier, bevor ich gehe, möchte ich euch noch ein kleines Geschenk hinterlassen, als eine Art von Entschuldigung für die Umstände, die ich euch bereitet habe. Ich hoffe, wir werden uns wiedersehen. Ich habe zwei Antwortmöglichkeiten. Danke. Oder wir werden Gyrions Plan durchkreuzen, was immer auch er vorhat, was ich jetzt wähle. Seid euch meines Dankes sicher, Abenteurer. Lasst uns nun zur Halle der Gerechtigkeit zurückkehren. Eine Kiste. War klar, oder? War klar. Die ist böse und lässt uns was da. Was denkst du denn, dass die uns nicht mag? Ist doch wohl deutlich gewesen, oder? Warum lässt du mich da diese Kiste öffnen? Ich bin gleich tot, ey. Das kommt davon, wenn man immer gleich Kisten öffnen will. Das darfst du ab jetzt nicht mehr immer machen, ganz ehrlich. Gottes Willen. Neverember geht's auch gar nicht gut gerade, sehe ich. Oh oh. Echt? Ja. So, wir können zur Protectors Enclave zurückkehren. Das heißt, wir können den ganzen Weg laufen. Oder... Ach nee! Machst du einen Teleport auf und lässt den Neverender zurück. Richtig. Kann er selbst mal springen, der alte Drecksack. In ja, aber ganz Gewölbe. Ehrlich, den ganzen Weg zurücklaufen durch ein leeres Gewölbe muss jetzt nicht sein. Wenn man die Möglichkeit dann, hat, dafür habe ich bezahlt, dann sollte man das nutzen, oder? Ich habe das bezahlt. Oh, ja, ist doch ich wahr. Kann dir mal Post abholen. Wer ja. Schreibt dir denn? Das Auktionshaus schreibt mir. Oh. Wollen wir jetzt noch mal zu... Wo ja, natürlich. Wir reden noch mal eben, dass wir die hier abgegeben haben. Und dann... Ich bin schon wieder nackt und nur im Höschen und reite unsichtbar auf einem unsichtbaren Tierchen. Das ist so geil. Liebe Grafiker da, oder Qualitätskontrolle, das kann man anders machen. Ganz ehrlich. Wenn ihr ein neues Tierchen einführt, dann... Naja. Überprüft die Klamotten.
Ja, da hatten sie ja schon mal Probleme mit. Das haben sie ja schon in einem Update mal nachgezogen, weil die Röcke und so waren immer ein Problem bei den Tierchen. Aber das haben sie bei dem hier jetzt irgendwie nicht eingehalten. Warum auch immer. So, Herr Never von und zu. Ich grüße euch. Kapitel 2, eine Krone für den König abgeschlossen. Ich weiß eure Hilfe hier sehr zu schätzen. Gyrions Plan, mir die Krone zu stehlen, war gerissen. Aber glücklicherweise hat er euch unterschätzt. Ich werde zusammen mit Bürgermeister Gall bekannt geben, dass Gyrion nur ein weiterer Usurpator ist. Und ich möchte, dass ihr mit Cravatus zusammenarbeitet, um Gyrions wahre Pläne aufzudecken. Logen. Tada! Aufball! Aufwärts. Jetzt leuchtet Gyrion, wie heißt das, Cravatus nochmal? Ja. Es gibt Probleme in Neverwinter, die gelöst werden müssen. Kapitel 3. Erfreulicherweise hat Never Ember eingesehen, dass ich kein Narr bin und meine Arbeit gewissenhaft erledige. Lasst uns also sogleich beginnen. Ich habe Informationen erhalten, denen zufolge sich viele potenzielle Rekruten dieser verhüllten Aszendenz im alten Versteck der Nasher im Black Lake Viertel versammeln. Die wichtigsten Magier der Aszendenz werden dort aller Wahrscheinlichkeit nach ebenfalls anzutreffen sein. Sucht Lady Jillian im Turm des Wandels auf, um euer Aussehen zu verändern. Und schleicht euch dann in das Versteck ein, um nach Hinweisen auf Gyrions wahre Ziele zu suchen. Perfekt. Okay. Wir sind im Kapitel 3 angelangt. Ist das nicht cool? Wenn ich jetzt auf die Kampagne gehe... Denn ist das Cloaked Ascendancy. Warum sie das nicht übersetzen, weiß ich nicht. Da ist aber noch alles gesperrt. Meine Fresse. Bei mir gar nicht anwählbar, weil ich habe den Filter gesetzt, dass ich nur die sehen kann, wo ich was habe. Ja. Ha. Also, da ist noch etliches zu tun. So, aber das werdet ihr mit uns in den nächsten Folgen erleben. Juhu! Bis denn! Tschüss!